Moin Leute, neue Woche, neues Glück und es wird spannend. Es geht voran am Trecker. Ich zeige euch mal, was ich schon ein bisschen vorgearbeitet habe, weil ich bin jetzt nicht mehr ganz so Schritt für Schritt jede Kleinigkeit durchgegangen wie zum Anfang, wo wir uns zerlegt haben, weil er muss fertig werden. Und ich glaube, wenn ich jede Kleinigkeit, die ich schon zerlegt habe, beim Zusammenbauen wieder im kleinsten Detail zeige, da wird das zu langweilig und das möchte da auch keiner sehen, ne? Wir möchten jetzt lieber Ergebnisse haben, nämlich wie er läuft. Und da befinden wir uns auf dem besten Wege hin. Ich habe die Einspritzdüsen drin, die Düsenstöcke sind neu bedüst, nagelneue Düsen drin, abgedrückt auf 150 Bar, alles schick, die Leitungen sind drin, Wasserpumpe ist drin mit Thermostat, neues Thermostat. Hier habe ich übrigens entgegen dem, was ich in den letzten Videos gesagt habe, mit dem Dichtmittel, habe ich Dichtmittel benutzt, aber statt Papierdichtung. Da gehört normalerweise eine dünne Papierdichtung zwischen, die hatte ich nicht und deswegen habe ich dann das gute alte Durko zwischengeschmiert und damit hält das dicht. Wie gesagt, statt Papierdichtung nicht trotz Papierdichtung. Hier unten seht ihr, bei der Wasserpumpe sind Papierdichtungen drin. Die hatte ich nämlich. Ein Problem gab es, ich habe eine neue Pumpe gekauft. Das ist die alte. Weil es gibt zwei verschiedene und dreimal dürft ihr raten, welche ich gekauft habe, richtig die falsche. Die hat ja grundsätzlich noch funktioniert. Die war halt nur von innen extrem rostig. Und deswegen habe ich gedacht, bevor ich da jetzt was anfange, baue ich die neue ein. Wie gesagt, die neue passt nicht. Deswegen habe ich die entrostet. Habe sie eingebaut. Ich werde trotzdem noch mal eine neue besorgen und dann wird die noch mal getauscht. Das Kühlsystem von dem Motor wird ja ohnehin gespült. Kommt da nicht direkt Kühlmittel drauf, da kommt da erstmal ein Reinigungsmittel rein und damit holen wir diese ganzen Öle und Schmierstoffe raus, die wir von der Montage drin haben, weil die wollen wir nicht im Kühlsystem haben. Genau, so sieht's aus. Ventilspiel habe ich eingestellt. Hatte ich ja angesprochen. Fürs Ventilspiel habe ich bei diesem Motor keine Fühlerblattlehre nehmen können, weil die Kipphebel sind so ein bisschen eingelaufen, ähnlich wie bei dem Deutz damals. Ich gucke mal, ob ich das Video noch finde. Ich verlinke euch das, wo ich beim Deutz die Kipphebel getauscht habe, weil die waren auch eingelaufen. Nur mit dem Unterschied, bei dem Deutz gibt es vorne so Druckpilze drin, die man tauschen kann oder halt auch die ganzen Kipphebel noch neu. Gibt es bei diesem hier nicht. Es gibt nur gebrauchte, entweder über einen Händler, unbezahlbar teuer. Finde ich frech die Preise, deswegen habe ich die gar nicht erst gekauft und so auf dem freien Markt in der Bucht, in den Kleinanzeigen und sowas, wo ich geguckt habe, findet man nur welche, die schlechter sind als meine eigenen, hat auch keinen Zweck, deswegen kommen die hier erstmal wieder rein. Prinzipiell habe ich überlegt, ob ich die Oberflächen bearbeite, aber da die Oberflächen gehärtet sind, nicht durchgehärtet sind, vorne die Köpfe von den Kipphebeln, nehme ich die Härtung raus, wenn ich die abschleife oder feile. Und deswegen habe ich die jetzt trotz dessen, dass sie eingelaufen sind, eingebaut. Kann ich aber nicht messen. Wie gesagt, im Deutz-Video erkläre ich das. Ich verlinke euch das. Und deswegen mache ich das hier mit einer Messuhr. Ist im Grunde keine Kunst. Wird nur vorne aufgesetzt. Auf 0 gedreht, wenn der Kipphebel aufliegt. Und wenn wir ihn durchdrücken, kommen wir und zack auf unsere 25 Hundertstel, die wir als Spiel haben wollen. Stelle ich über die Schraube ein. Wie gesagt, alles keine Kunst. Gut. Vom Prinzip fehlt nur noch die Kraftstoffversorgung und Kühlerschläuche, Ansaugbrücke und Abgasbrücke. Ich würde sagen, ich baue das jetzt alles einfach mal schnell an und dann gucken wir uns zusammen mal an, ob er anspringt und wenn wie er läuft. Ich hoffe, dass alles läuft. Also aufgeregt bin ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, bei dem, was ich gemacht habe, ist jetzt nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Motor rumgebaut habe. Von daher, ich bin optimistisch. Wie gesagt, ich baue den Rest zusammen. Dann gibt es einen Schnitt und ihr seht dann, wie wir versuchen, den zu starten. Na, seht ihr das? Da läuft es ganz, ganz langsam. Tropfen für Tropfen. Aber das sollte uns jetzt für den ersten Startversuch nicht abhalten. Also, das wird schon. Der sinkt jetzt natürlich da ein bisschen runter. Das ist klar. Aber ich denke, das kriegen wir trotzdem alles geritzt. Es tut sich nichts. Das ist schlecht. Elektrik funktioniert, neue Batterie ist drin. Kontrolllampe leuchtet. Aber die Kontrolllampe, die wird nicht mal dunkler. Also er zieht gar keinen Strom. Da werde ich jetzt mal gucken, schnell, ob wir den Fehler finden, damit wir das noch hinkriegen. Oh, neuer Versuch. Ja,
Nee, es kommt kein Sprit. Warum kommt kein Sprit? Noch nicht, jetzt haben wir ein Problem mit unserer Ölpumpe. Ölpumpe sei schon, mit der Einspritzpumpe. Hat zu lange im Regal gelegen, wa? Ich meine, der lief das letzte Mal vor 6 Jahren. Da kann das schon mal passieren. Kann natürlich sein, dadurch, dass wir Biokraftstoffe haben. Beim Diesel ist ja auch ein gewisser Bioanteil drin. Ich müsste jetzt lügen, wie viel. Ich pumpe noch mal ein bisschen mit der Hand. Ich mache den ja noch mal los. Hier unten kommt der Sprit zur Vorförderpumpe. Hier rein, hier wieder raus, nach oben zum Filter hier oben. Hier dann Filter, Vorfilter, Nachfilter bzw. Hauptfilter. Und dann geht es hier unten runter auf die Einspritzpumpe. Wenn ich den losmache, das machen wir jetzt noch mal manuell von Hand. So, ihr seht, wenn ich händisch pumpe, kommt da vorne der Sprit raus. Das heißt, der Diesel kommt an der Pumpe an und die Pumpe leitet es nicht weiter. Ich habe es noch ein bisschen probiert, irgendwann kam doch was. Und jetzt könnt ihr euch das mal angucken. Ich hoffe, man sieht schön, wie da die Nebelwolken rauskommen. Das heißt, die Einspritzdüsen spritzen ein. Wir haben keine Luft mehr drin. Das ist richtig gut. Jetzt kommen die Glühkerzen rein. Und dann können wir uns irgendwie in den ersten Startversuch machen, würde ich behaupten. Unsere Öldrucklampe, unsere Ladekontrollleuchte, die ist erstmal unwichtig. Die ist wichtig, wenn er läuft. Aber unsere Öldrucklampe ist wichtig. Bevor wir jetzt anfangen zu starten, habe ich hier Handgashebel auf Aus, dass er keinen Diesel fördert. Und jetzt drehen wir einfach mal ein bisschen am Motor. Glühkerzen sind übrigens drin. Wir drehen jetzt einfach mal ein bisschen und gucken, was passiert, ob die Lampe ausgeht. Weil bevor die Lampe nicht ausgeht, können wir auch keinen Startversuch machen. Weil ohne Öldruck immer ganz schlecht. Und der qualmt, obwohl ich den auch raus habe. Was soll denn der Quatsch? Warum qualmt der? Das sollte nicht sein. Nicht, dass er gleich angeht und ich nicht mehr auskriege. Und das ohne Öldruck. Ja, seht ihr das? Er dreht und hört sich gut an. Aber das ist nicht gut. Ich gucke mal nach dem Fehler. Weil wie gesagt, so starte ich ihn auf gar keinen Fall. Wie gesagt, nachher haben wir den Salat, der Trecker ist aus, der Trecker ist an und ich kriege nicht mehr aus. Und dann haben wir nachher keinen Öldruck und, ne, ihr wisst, wie es immer ist. Deswegen gucke ich erstmal nach dem Fehler. So, ich habe mal den Kollegen Gashebel ausgehängt, also das Gasgestänge. Man, ihr seht, er ist komplett auf Anschlag aus und er passt von der Höhe genau hier hin. Wir haben trotzdem ausgehängt. Ich werde das mit einer Hand den hier mal gegenhalten, mit der anderen Hand starten. Und weil ich keine Hand frei habe, dann für euch, werde ich euch hier mal irgendwo abstellen. Und dann werdet ihr genauso sehen wie ich, ob es weiß qualmt oder nicht. So. Schlüssel rein. Auf Aushalten und... Er qualmt immer noch. Genau das, was wir in diesem Moment nicht wollen. Ja, Freunde, was heißt das? Wir haben zwei Probleme, die uns jetzt daran hindern, dass dieses Ding einsatzbereit ist. Einmal die Einspritzpumpe. Anscheinend lässt er sich nicht abschalten. Vielleicht ist da irgendwas verklebt innen drin. Wie gesagt, Einspritzpumpen, rein Einspritzpumpen, gerade fatale Einspritzpumpen und sowas ist kein Thema. Aber so rein Einspritzpumpen, so eine alten Dinger, hatte ich vor 15 Jahren oder so mal auf irgendeinem Lehrgang, dass ich so ein Ding mal auseinandergenommen habe. Also wir werden jetzt genau ins Blinde schießen. Also wie gesagt, 15 Jahre, da bleibt nicht so viel hängen. Aber ich werde mich ein bisschen belesen und dann werden wir uns nochmal ranmachen, dass wir einen Fehler suchen. Weil, dass der einspritzt auf Nullstellung, ist ein ganz großes Problem. Wir kriegen den Trecker nicht aus. Klar, wir hätten es jetzt durchziehen können und sagen, ach komm, scheiß drauf, die Karre geht auch aus, wenn wir die Leitung losschrauben. Aber das ist halt, ne, wenn, dann muss es auch vernünftig sein. Und unser zweites Problem ist halt der undichte Kühler. Das stört mich tatsächlich sogar noch mehr, weil der war vorher in Ordnung. Einspritzpumpe ist klar, wenn die so lange liegt. Der Trecker lief das letzte Mal vor 6 Jahren. Dann kann da innen drin mal was verkleben, gerade durch den Bioanteil, den wir bei uns im Sprit haben, der auch vor 6 Jahren schon drin war.
dann ist das nicht so wild, dann wird die zerlegt, gereinigt, wenn alles in Ordnung ist, zusammengebaut mit neuen Dichtungen und dann funktioniert die. Kühler, muss ich mal gucken, ob es da irgendwelche Tricks gibt, dass man da eine Undichtigkeit, also wo die ist. Ich habe keine Gerätschaften, um ihn abzudrücken oder sowas. Also da mache ich mich mal schlau. Dass wir da die Stellen finden und das löten können oder ich bringe ihn weg und lasse es löten. Selber machen wäre mir zwar lieber, weil dann haben wir mal wieder ein bisschen was zu lernen. Auf jeden Fall kann man sagen, der erste Startversuch ist uns missglückt. Und weil die Zeit so ein bisschen knapp wird, werden wir den zweiten Startversuch in diesem Video nicht mehr unternehmen, sondern werden in dem nächsten Video gucken, was mit der Einspritzpumpe los ist, ob wir das mit wenigen Handgriffen gelöst kriegen, das Problem. Und dann werden wir im nächsten Video gucken, dass er läuft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er läuft, weil so einen schönen weißen Qualm wieder rausgehauen hat. Mit ein bisschen Glühkerzen hätte der auch ohne Probleme schwarze Qualm draus gemacht. Das Problem ist, beim schwarzen Qualm wäre es geblieben, deswegen ist es besser so. Und ein bisschen ernüchternd das Ganze. Ich hätte gerne gehabt, dass er jetzt läuft. Ich muss auch sagen, ich habe das erste Mal, seitdem der Motor raus war, da oben wieder auf dem... Ja, doch, seit der Motor raus ist. Als ich ihn hier reingeschoben habe, saß ich das letzte Mal da oben auf dem Stuhl. Und das ist schon ein schönes Gefühl. Man sitzt so schön hoch auf dem Ding. Das macht einen schon noch ein bisschen heißer. Also wir werden ja zusehen, dass wir den das Laufen kriegen. Diese Woche ist es leider missglückt. Aber ich muss sagen, er hört sich gut an, wenn er durchdreht. Von daher, ich bin optimistisch. Wir schaffen das. Fleißig abonnieren und dann seht ihr auch, dass der dann auch wirklich läuft. Weil so eine halben Sachen, das können wir jetzt nicht stehen lassen. Macht's gut, ciao.